Wenn sie unsere Hilfe, unseren Ratschlag braucht und bekommt, dann bekommt sie ihn. Wir sind ganz eng mit der Ukraine. Das ist nicht die Frage. Und Sie merken ja, dass der Wunsch, dass wir Lösungen finden, ist ja da. Aber einfrieren, weder Herr Mützenich, wie gesagt, noch irgendjemand anders, hat überhaupt Prokura. Wir können hundertmal sagen, wir frieren mal ein. Es interessiert keinen Menschen, was wir diesbezüglich denken. Und Konflikte einzufrieren, wenn Sie vor die Tür treten und der Nachbar, das Nachbarshund hat Ihnen vor die Tür gemacht, wenn wir jetzt in Südtirol wären, dann wird jetzt genetisch jeder Hund gescannt. Damit, wenn ein Häufchen, kein Witz, wenn ein Häufchen gefunden wird, man das mal kurz kontrolliert und sagt, ah, das ist von Herrn Müller-Lüdenscheid, also vom Hund. Von Herrn Müller-Lüdenscheid. Angenommen, das Geld ist hier. Angenommen, das Geld ist hier. Sie heben es auf, in ein Tütchen nehmen es mit und packen Sie in die Kühltruhe, um am nächsten Tag Anzeige zu erstatten und vergessen es. Und Ihre Enkel kommen in 40 Jahren, wenn Sie zu Grabe getragen werden. Ich hoffe, das ist nicht zu vermessen in 40 Jahren. Und man räumt die Kühltruhe aus. Ist das Tütchen immer noch da drin. Dann werden die das auspacken, werden sagen, was hat Opa denn da eingefroren? Und meine Damen und Herren, wird es immer noch ein Wunderwäldchen sein und keine blühende Wiese. Und das habe ich jetzt humorig eingepackt. Probleme lösen wir nicht durch Einfrieren. Weil die Annahme, dass die Generation nach uns den Konflikt dann lösen, zeigt die Geschichte, dass das nicht funktioniert. Das, was auch in der Ukraine gerade passiert, wird die russisch-ukrainische Beziehung über Jahrzehnte belassen. Und deswegen, wir frieren nichts ein, wir müssen Lösungen finden. Und wie eine Lösung aussieht, kann nur die Ukraine letztlich beurteilen. Nur sie wird das beurteilen können. Aber ich warne, ich persönlich warne davor, dass die Ukraine diesen Krieg verliert. Sie wird einen Teil ihres Landes verlieren und es wird den Appetit von Wladimir Putin und derjenigen, die sagen, wir latschen einfach mal wieder ins Nachbarland, wird getriggert dadurch. Und ich sage Ihnen, die Vereinten Nationen, die auch dringend reformbedürftig sind, dringend, letztlich sind gegründet worden, damit es nie wieder imperialistische Überfälle gibt. Und es wird jetzt entschieden, ob das der Anfang einer neuen Dekade ist, wo das wieder zur Norm gehört, oder ob wir sagen, Grenzen sind Grenzen. Wir bringen unseren Kindern bei, dass keine Grenzen überschritten werden. Und das betrifft auch den geostrategischen Raum.